Hallo, mein Name ist Anna und herzlich willkommen zum BDK Vlog. So eine Tüte habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Das ist eine Tüte für Biomüll aus sogenanntem Bioplastik. Doch wie unterscheidet sich eigentlich Bioplastik von herkömmlichem Plastik? Plastik oder Kunststoff wird mit Erdöl als Grundlage hergestellt. Das ist sowohl bei der Gewinnung als auch bei der Entsorgung für die Umwelt eher problematisch. Ihr alle habt jetzt sicherlich auch so wie ich Bilder von verdreckten Stränden oder verendeten Tieren im Kopf. Schuld daran ist die Tatsache, dass riesige Mengen aus Plastik jeden Tag in die Umwelt gelangen. Und wie ist das mit Bioplastik? Ist es eine Alternative? Immer mehr Alltagsgegenstände wie Einweggeschirr, Verpackungen oder Mülltüten werden aus Bioplastik hergestellt. Bioplastik ist ein Kunststoff, der auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen, also zum Beispiel Maisstärke oder Bambus, hergestellt wird. Klingt erstmal gut und vernünftig, doch ist es das auch? Ist es richtig und ethisch vertretbar, wenn viele Menschen immer noch hungern und Lebensmittel und Stoffe zur Lebensmittelherstellung für die Produktion von Wegwerfgabeln und Müllbeuteln verwendet werden? Mal abgesehen von weiteren Monokulturen, die dafür angepflanzt werden müssen, wie lässt sich dieses Bioplastik am besten entsorgen? Steht ja kompostierbar drauf, also ab in den Biomüll damit. Die kompostierbare Plastiktüte braucht in der Regel 12 Wochen, um zu zerfallen. So lange lagert der Biomüll, der bei euch abgeholt wird, aber gar nicht. Der braucht nur 8 bis 10 Wochen zum Zerfallen. Dieser Unterschied führt dazu, dass der Biomüll in diesen Tüten aussortiert und schlicht und einfach verbrannt wird. Und obwohl dieses Bioplastik viel klimafreundlicher brennt als herkömmliches Plastik, werden hier schlicht und einfach Nahrungsgrundlagen verfeuert. Im Moment kann also gesagt werden, dass sich die Vor- und Nachteile von Bioplastik noch gegenseitig aufheben. Aber als Verbraucher denkt man sich, oh, Bioplastik klingt gut, damit tue ich der Umwelt sicherlich einen Gefallen. Nein. Dieser Trick, etwas nachhaltiger und umweltfreundlicher darzustellen, als es eigentlich ist, wird auch als Greenwashing bezeichnet. Dabei handelt es sich also um Aufschriebe oder Labels, die darauf zielen, ein nachhaltiges und umweltfreundliches Bild für Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen. Wirklich nachvollziehen lassen sich diese Labels allerdings nicht immer und sie sind auch nicht geschützt. Hier ein Beispiel, das euch vielleicht bekannt vorkommt. Die Modekette H&M führt seit einigen Jahren nicht nur Kleidung aus Biobaumwolle, sondern auch eine sogenannte Conscious Collection. Also Kleidung, die aus recycelten oder anderen nachhaltigen Materialien produziert wird. Doch auch diese Kleidung wird von den Näherinnen und Nähern hergestellt, die auch die anderen Kleidungsstücke für H&M unter schrecklichen Arbeitsbedingungen und mit mieser Bezahlung fertigen. Man geht also in den Laden, sieht das Label Conscious oder Bio und denkt sich, yay, da tue ich ja was richtig Gutes für die Umwelt und nachhaltig ist es obendrein. Und trotzdem wirft man sein Geld damit einem Konzern hinterher, der sich durch Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen bereichert. Und H&M ist an dieser Stelle sicherlich nur eines von vielen Beispielen und ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das fängt bei Kleidung an, macht bei Bioplastik nicht Halt und geht bis zu Lebensmitteln, die mit sogenanntem nachhaltigem Palmöl werben, das eigentlich gar nicht existieren kann. Und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher werden mit Greenwashing und Green Labeling hinters Licht geführt. Und das Schlimme daran, der moralische Druck lastet hierbei ganz auf uns. Warum gibt es so viele Produkte, die nur durch Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung auf den Markt gebracht werden können? Und warum, verdammt nochmal, ist es immer noch legal, dass Firmen so produzieren und ihre Rohstoffe so beziehen, dass das billigend in Kauf genommen wird? Und was kann man dagegen tun? Informiert euch, zum Beispiel auf den Seiten, die wir euch unten in die Infobox gepackt haben. Kauft fair, hinterfragt Green Labeling, achtet zum Beispiel beim Einkaufen darauf, weniger Plastik einzukaufen. Der BDKJ Rottenburg Stuttgart hat dazu eine tolle Arbeitshilfe erstellt. Die gibt's bei der Fachstelle Globales Lernen, den Link dazu packen wir euch natürlich auch unten in die Infobox. Und wer sich jetzt noch fragt, wie und vor allem wo genau man plastikfrei einkaufen kann, der sollte auf jeden Fall in den nächsten paar Wochen unseren Instagram-Account ganz genau verfolgen, der Link dazu ist natürlich auch in der Infobox. Wir starten nämlich demnächst den ultimativen Selbstversuch, eine Woche plastikfrei. Danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Bleibt dran, abonniert unseren Instagram-Account, abonniert alles von uns. Abonniert! Danke, tschüss, ade.